Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at 11.651,30 € soll Weidhofens VP-Stadtchef Robert Altschach vom Repräsentationskonto des Bürgermeisters an Förderungen ausgezahlt haben ohne Gemeinderatsbeschluss. Bild, Stadtgemeinde Weidhofen, Thaya, Daniel Schreiner. Ein Aussie in der Stadtpolitik von Weidhofen an der Thaya gehen derzeit die Wogen hoch, wie die Bezirksblätter berichten, soll VP-Stadtchef Robert Altschach vom Repräsentationskonto des Bürgermeisters 11.651,30 € an Subventionen an Privatpersonen, für Veranstaltungen oder die Feuerwehr ausgezahlt haben ohne Gemeinderatsbeschluss. Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusel FP, der das Ergebnis der Gebarung sein Schau des Prüfungsausschusses nun in der Gemeinderatssitzung zum Thema machte, kündigte eine Aufsichtsbeschwerde an, fordere Aufklärung, ich fordere lückenlose Aufklärung, so Waldhäusel. Vorgangsweise sei unzulässig, da Förderungen und Subventionen vom Gemeinderat beschlossen werden müssen, bevor sie ausbezahlt werden. Altschach selbst, der aufgrund eines Kuraufenthaltes nicht an der Sitzung teilgenommen hatte, erklärte jetzt gegenüber den Bezirksblättern, er tätige die Buchungen über das Repräsentationskonto nicht selbst. Mindestens zwei Personen aus der Verwaltung müssten bei Überweisungen unterschreiben. Klar ist, ich habe nie einem Mitarbeiter Anweisungen gegeben, etwas Illegales zu tun, so der Stadtchef. Er wolle der Sache nach seiner Rückkehr sofort nachgehen. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, NIT. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.